Wir schauen ins Café Nobis, denn dort an dem Tisch, wo die Kanzlerin eben gerade noch mit Armin Laschet saß, das ist jetzt unsere Kollegin Annika Rasch. Annika, wie schmeckt denn der Kaffee im Café Nobis? Was hat die Kanzlerin und Armin Laschet dort genau zu sich genommen? Was haben sie vielleicht gesprochen? Wie geht es dort jetzt vor Ort überhaupt dem Besitzer, der so hohen Besuch an diesem Samstagmorgen empfangen dürfte? Genau, das Café ist ungefähr 200 Meter entfernt von der Bühne, auf der ihr eben gerade noch Angela Merkel und Armin Laschet gesehen habt. Und ich setze mich hier mal kurz an den Tisch auf den Platz von Angela Merkel. Neben mir sitzt Herr Resende, Filialleiter heute hier und sitzt auf dem Platz von Armin Laschet. Herr Resende, was haben die beiden denn eben gerade gegessen und getrunken? Die beiden haben gar nichts gegessen. Sie haben nur jeder einen Espresso, einen großen Kaffee und ein stilles Wasser getrunken. Und wie lange saßen die beiden hier? 20 Minuten und dann ging es los zur Bühne. Und wie ist das so für Sie, wenn da plötzlich dann die Kanzlerin in den Laden kommt und der vielleicht bald Kanzler? Wie war das so? Herr Laschet ist öfters bei uns in der Straße, den sehen wir öfters schon mal. Frau Merkel war tatsächlich noch nie bei uns im Café, aber es war auch sehr kurzfristig. Kurz vorher kam einer von der CDU und hatte gefragt, ob man hier frühstücken könnte. Und dann haben wir das möglich gemacht, natürlich. Und Sie waren ja wahrscheinlich auch hinterm Tresen. Konnten Sie denn trotzdem beim Bedienen vielleicht irgendwelche Wortfetzen auffangen, worüber die beiden geredet haben, so in letzter Minute? Nein, gar nicht. Leider gar nicht, nein. Sie haben leider geflüstert. Und wer hat am Ende bezahlt? Frau Merkel oder Herr Laschet? Die Sekretärin von Frau Merkel hat bezahlt. Gab es Trinkgeld? Nein. Und Armin Laschet, war der schon öfter bei Ihnen zu Gast oder Kunde? Bei uns im Café war er kein Kunde, nein. Wie gesagt, er ist öfters mal an der Straße, in Burj Al Publik, aber hier bei uns war er noch nicht. Und jetzt als letzte Frage einmal, wie war denn Ihr Eindruck von Armin Laschet? Glauben Sie, er kann Kanzler? Ich denke, dass er das schon kann. Er ist sehr freundlich, sehr höflich, aber ich denke auch, es fehlt vielleicht ein bisschen an Bums. Ist man denn trotzdem ein bisschen stolz als Aachener, dass der nächste Kanzler vielleicht aus der eigenen Stadt kommen könnte? Das schon, natürlich, klar. Das wäre natürlich für Aachen auch sehr schön. Also wie ihr hört, es gab Kaffee, Espresso und Wasser. Die beiden haben auf Essen verzichtet, aber saßen eben vor der Rede hier nochmal so 15 bis 20 Minuten zu einem gemeinsamen Gespräch. Ja, danke Annika nach Aachen. Ich würde dich doch bitten, das Bild, das Trinkgeld auf den Tisch legt. Ne? Wenn es von der Kanzlerin und Armin Laschet da kein Trinkgeld gab, Mensch, im Café. Also ich würde sagen, das gebe ich jetzt einmal nach Aachen weiter. Das geht auf die Bildrechnung. Ich bin ja völlig bei euch. Wir gehen mal zack rüber nochmal nach Aachen. Café Nobis habe ich gelernt. Dorthin also gehen wir an den Tisch nochmal, an dem gerade die Kanzlerin saß und Armin Laschet saß. In diesem historischen Moment, so wenige Stunden vor dem Wahlkampffinale, ja, vor der entscheidenden Wahl morgen. Und Annika, ich hoffe, du hast den Betrag aufgerundet. Genau, wir haben aufgerundet. Die beiden haben 20,10 Euro gezahlt, haben kein Trinkgeld dagelassen. Die Sekretärin von Angela Merkel hat ja gezahlt. Wir haben jetzt 5 Euro auf den Tisch gelegt hier. Ich sitze jetzt auf dem Platz von Armin Laschet. Eben saß ich ja noch auf dem Platz von Frau Merkel und habe mir jetzt auch noch einen Espresso, sozusagen den Laschet-Espresso, geholt. Genau, stärke mich jetzt auch damit. Und wie gesagt, Bild hat die Rechnung jetzt gezahlt. Ich habe das Gefühl, dass jemand weiß, dass es eigentlich nicht geworden ist, wie das ist.